Ganz gefährlich sehe ich, also die gefährlichste Entwicklung sehe ich im Bereich der Nahrungsmittel. Da explodieren im Moment die Preise in unvorstellbarer Weise. Wir werden auch total belogen über die wirkliche Inflation bei Nahrungsmitteln. Und wir erleben im Moment eine Nahrungsmittelknappheit, die bewusst herbeigeführt wird. Also das wird zu einer ganz, ganz gefährlichen Situation führen. Und das wird garantiert auch zu sozialen Unruhen führen. Blackout bedeutet ja nicht nur, dass mein Bildschirm nicht mehr funktioniert, sondern der bedeutet auch, dass der Laden nebenan keine Waren mehr hat, dass keine Rolltreppe mehr läuft, dass kein Verkehr mehr funktioniert. Also das wird das ganze Leben zum Stillstand bringen und das wird natürlich also ganz, ganz großes Chaos hervorrufen, dass wir erleben werden, dass es tatsächlich so weit kommt, dass es Plünderungen gibt. Und wenn dann noch ein Blackout kommt, ich meine, was gäbe es dann Besseres, als dass man das System dann wieder neu startet? Liebe Zuschauer, ich freue mich riesig, heute wieder mal Ernst Wolf auf unserem Kanal begrüßen zu dürfen. Ernst, der im letzten Webinar dafür gesorgt hat, dass die Zuschauerzahlen bei uns durch die Decke gegangen sind. 5000 Teilnehmer mehr hätten wir in dieses Webinar reinlassen können. Und ja, es war leider aufgrund der Technik nicht möglich. Deswegen möchte ich mich trotzdem nochmal bei dir bedanken, dass du dabei warst, lieber Ernst. Und herzlich willkommen im heutigen Video. Heute wird es ans Eingemachte gehen. Wir sprechen über Rezession, Blackout und Geopolitik. Ja, danke für die Einladung. Ernst, dein Buch geht durch die Decke. Ja? Ich habe es meinem Sohnemann vorgelesen, Friedrichs Traum von der Freiheit. Ich weiß nicht, ob du es irgendwo greifbar hast, vielleicht kannst du es mal in die Kamera halten. Wie kommt man in den verrückten Zeiten dazu, aus einer Krisenzeit, als Krisenautor, ja, der über die geopolitischen Spannungen spricht, zu einem Kinderbuch zu wechseln? Ja, erstmal muss man eine Enkelin haben, die gerne gute Nachtgeschichten hört. Und dann muss man natürlich sagen, man braucht ja auch so ein bisschen seine Freiräume. Man muss sich ja ab und zu mal freischaufeln. Man kann sich nicht den ganzen Tag mit den entsetzlichen Dingen beschäftigen, die in der Welt vor sich gehen. Und da ist es natürlich wunderbar, wenn man mit den Enkeln mal auf den Spielplatz gehen kann, wenn man denen eine gute Nachtgeschichte erzählen kann. Und was natürlich ganz besonders toll ist, wenn man das dann noch mit verbinden kann, damit, dass man denen die Welt so ein bisschen erklärt. Und das, was wir erlebt haben in den letzten Jahren, war diese Einschränkung der Freiheit, die ja auch die Kleinen betroffen hat. Und da ist das Thema Freiheit natürlich ganz oben beim Interesse der kleinen Kinder auch. Und deswegen habe ich mich riesig gefreut, dass ich dieses Thema auch gefunden habe, weil es auch für mich also wirklich bereichernd gewesen ist. Weil ich habe durch das Schreiben dieses Buches auch was gelernt. Also ich habe dadurch gelernt, dass eigentlich der größte Feind der Freiheit unser aller Bequemlichkeit ist. Also man richtet sich gerne in der Unfreiheit ein, redet sich ein, also so schlimm ist alles gar nicht und tut nichts. Und das ist das Gefährlichste, was man überhaupt tun kann. Also man muss ständig bemüht sein, sich die Freiheit aufs Neue zu erkämpfen. Das ist die Erkenntnis, die ich dadurch nochmal gewonnen habe. Ja, also ich kann auch sagen, ich glaube, der freiheitliche Gedanke, das ist das, was in unser aller Herzen auch unsere Zuschauer schlägt und warum die Menschen nicht aufgeben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Menschen nach solch 2,5 harten Jahren und jetzt wahrscheinlich weiteren harten Jahren immer noch Hoffnung haben, dass das Blatt sich wendet, lieber Ernst. Genau aus diesem Grund haben wir im letzten Webinar darüber gesprochen, wie die Menschen sich schützen können. Die Nachfrage war so hoch, dass wir gesagt haben, wir machen am 10. August um 19 Uhr ein weiteres Webinar. Dort sprechen wir live darüber. Die Zuschauer können dann wieder dir und mir gemeinsam Fragen stellen zum Thema Rezession, Blackout und wie sie es schaffen können, ihr Vermögen in dieser Phase zu schützen, sodass sie auch über diese Phase hinauskommen und nicht zu den Verlierern gehören und ihre Kaufkraft zumindest, soweit es geht, erhalten und vielleicht sogar ein Stück weit von dieser Krise profitieren, wenn sie es jetzt richtig tun. Deswegen unbedingt auch zu diesem Webinar anmelden. Der Link ist unter dem Video. Leider sind auch hier wieder die Plätze begrenzt, aber ich freue mich natürlich. Wir steigen direkt ein in die Materie und zwar die Fed hat eine straffere Geldpolitik angekündigt, lieber Ernst. Diese straffere Geldpolitik sorgt nun dafür, dass sich die Zinsen nach oben bewegen. Ist das ein Trugschluss in deinen Augen? Was passiert da in den USA? Viele haben die Hoffnung, dass sich jetzt die Geldpolitik wendet. Wir haben eher die Sorge, dass wir uns in eine Rezession bewegen und dass das Ganze dann in wenigen Monaten wieder in eine umgekehrte Geldpolitik sich wandelt. Aber dazu würde mich gerne deine Meinung interessieren. Das ist eine ganz gefährliche Situation. Also das, was die Fed behauptet, dass sie damit die Inflation in ihre Grenzen weisen könnte, ist absoluter Unfug. Also die Inflation in den USA liegt bei 9,5% und die wird man durch eine Erhöhung auch um 0,75% auf gar keinen Fall mehr eindämmen können. Es geht darum etwas ganz anderes. Es ist eigentlich nichts anderes als ein weiterer Frontalangriff auf den Mittelstand. Weil die großen Unternehmen, die werden es schaffen, diese Erhöhung der Zinsen zu überleben. Man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wir haben im Moment den höchsten Schuldenstand aller Zeiten. Wir haben den höchsten Schuldenstand bei den Staatsschulden, wir haben den höchsten Schuldenstand bei den Unternehmensschulden und auch bei den privaten Schulden. Und bei den Unternehmensschulden, da sitzen natürlich die ganz großen Unternehmen auf sehr großen Bargeldbeständen, auf sehr großen Assets,
die können eine Durststrecke überwinden. Aber die Kleinen, die werden mit voller Breitseite getroffen. Was übrigens eine Zinserhöhung selber auch für die Finanzmärkte bedeutet, haben wir ja vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren gesehen. 2018 sind die Zinsen schon mal leicht angehoben worden. Damals hat es einen großen Zusammenbruch der Finanzmärkte gegeben zu Weihnachten 2018. Das werden wir jetzt in absehbarer Zeit auch wieder erleben. Also das ist ein vorsätzliches Einreißen von wirtschaftlichen und finanziellen Strukturen und erinnert mich sehr an das, was 1929 passiert ist. Wir haben vor 1929 die goldenen 20er Jahre gehabt. Die goldenen 20er Jahre waren bewirkt durch eine unglaublich lockere Geldpolitik. Damals sind massenweise Kredite vergeben worden zu sehr guten Konditionen und die sind dann plötzlich eingefordert worden. Also 1929, der Schwarze Freitag, war kein Zufall, sondern der ist von der Federal Reserve provoziert worden. Und der hat der Federal Reserve und den großen Banken in den USA natürlich auch ungeheuer was eingebracht. In den USA sind zwischen 29 und 33 10.000 kleine Banken von den großen Banken geschluckt worden. Also das war der wirkliche Hintergrund dieser Sache. Und deswegen muss man sagen, heute das, was uns erzählt wird, ist alles ganz großer Quatsch. In Wirklichkeit steckt da eine ganz, ganz andere Agenda dahinter. Ja, wer die Bilder nicht mehr im Kopf hat, hier vielleicht auch ein paar Bilder vom sogenannten Black Friday, der das Ganze eingeläutet hat. Damals haben viele Menschen gedacht, es gibt nur eine Richtung immer nach oben, haben große Teile ihres Vermögens verloren. Und ähnliche Entwicklungen haben wir jetzt auch aktuell in den Aktienmärkten, wobei ich noch nicht glaube, dass die Blase derzeit völlig platzt, sondern das funktioniert nach wie vor in der Scheibchentaktik. Man nimmt den Menschen auf mehreren Ebenen gleichzeitig die Vermögensbestandteile. Der Euro, lieber Ernst, wenn wir uns mal anschauen, wie die Entwicklung aussieht. Ich meine, du hast in vielen Ländern gelebt, auch in den USA hast du mir erzählt. Und jetzt ist es so, der Euro und der Dollar sind pari. Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren waren wir bei einem Dollar 50 zu einem Euro und es war noch günstig für uns Europäer. Jetzt haben wir uns gefühlt die Inflation hier importiert. Was bedeutet das? Wird der Euro angegriffen auf diese Art und Weise? Sind die Amerikaner einfach smarter? Sind die Europäer dümmer? Wie würdest du das beurteilen? Na, das ist ganz einfach so. Wir leben immer noch unter dem Dollarsystem. Also wir haben ja seit 1944 ein dollardominiertes Weltfinanzsystem und das hat sich bis heute nicht geändert. Also die wichtigste Ware der Welt, das Öl, wird immer noch zum großen Teil, also mit kleinen Ausnahmen inzwischen, in Dollar gehandelt. Die ganzen Zentralbanken der Welt müssen große Reserven in Dollar halten. Das ist immer noch die größte Reserve bei allen Zentralbanken der Welt. Alle sind natürlich auch aufs Öl angewiesen. Also der Dollar dominiert die Weltwirtschaft immer noch. Und deswegen ist die Geldpolitik der Amerikaner auch ganz entscheidend für den Rest der Welt. Natürlich ist der Euro jetzt ganz schön unter die Räder gekommen. Es gibt andere Währungen, die im Moment von dieser Misere des Euros profitieren. Also der Schweizer Franken zum Beispiel ist ganz gewaltig hochgegangen. Also ich weiß noch, vor 10, 15 Jahren, da bekam man für einen Euro damals 1,6, also einen Schweizer Franken 60 Rappen. Heute ist das Verhältnis fast 1:1. Das hat sich also auch gewaltig geändert. Aber das ist nicht das Ende der ganzen Sache, sondern das Ende der ganzen Sache ist einfach, dass alle Währungen ihren Wert weitgehend verlieren werden, weil wir in eine Inflation reingerutscht sind und diese Inflation wird so schnell nicht Stopp machen. Also auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es also keine Inflation gibt, die so in einer geraden Linie alle Assets erfasst, sondern wir erleben ja im Moment, dass einige Rohstoffe zum Beispiel einbrechen. Das ist ganz klar, weil die Wirtschaft einbricht, da wird irgendwo auch die Nachfrage nachlassen. Ganz gefährlich sehe ich, also die gefährlichste Entwicklung sehe ich im Bereich der Nahrungsmittel. Also bei den Nahrungsmitteln, da explodieren im Moment die Preise in unvorstellbarer Weise. Wir werden auch total belogen über die wirkliche Inflation bei Nahrungsmitteln. Also der Warenkorb, nachdem die Inflation berechnet wird, der hat 10,25% Anteil von Nahrungsmitteln. Das ist vollkommen wahnsinnig. Also die unteren Schichten in der Bevölkerung, die geben viel mehr als 10% ihres Geldes für Nahrungsmittel auf. Man muss sich nur den Extremfall vor Augen führen. Also wenn jemand obdachlos ist, dann gibt er 100% seines Geldes für Nahrungsmittel aus. Und diese Leute sind natürlich die Ersten, die ganz schwer betroffen sind. Dann die am unteren Leiter, auf den unteren Stufen der sozialen Leiter leben, die werden sehr hart betroffen sein. Und wir erleben im Moment erstens diese unglaubliche Inflation, zweitens eine Nahrungsmittelknappheit, die bewusst herbeigeführt wird. Wir erleben, dass viele Mikrochips im Moment nicht bei den Landwirtschaftsmaschinen ankommen, dass sie nicht gewartet und nicht repariert werden können. Und wir erleben eine ganz große Knappheit bei Düngern. Also all das zusammen plus die große Problematik auch bei den Bauern, dass die im Moment kaum noch Geld verdienen und deswegen teilweise auch die Arbeit einstellen. Also das wird zu einer ganz, ganz gefährlichen Situation führen und das wird garantiert auch zu sozialen Unruhen führen.
Ja, und dann so müssen wir uns natürlich auch noch vor Augen führen, wenn die Bundesregierung mittlerweile öffentlich darüber spricht, dass die Energiepreise steigen und steigen und wir in wenigen Monaten dreifachen Energiepreise haben, dass sich auch hier viele Menschen alleine deswegen schon den Lebensunterhalt nicht mehr leisten können. Aber die Energiethematik schauen wir uns im nächsten Schritt an. Für mich war nochmal wichtig zu verstehen, wenn wir jetzt über Währungen und Abwertungen sprechen, siehst du das Ganze auch so ein bisschen wie ein großes Theater für die breiten Massen, das in Wirklichkeit davon ablenken soll, dass im Hintergrund was ganz Neues kommt. Wir wissen ja, du sprichst regelmäßig auch über den digital-finanziellen Komplex. Du sprichst auch darüber, dass das digitale Geldsystem eigentlich das ist, was als Bombe im Hintergrund quasi irgendwann platzen soll und dann das Bargeld vielleicht ein Stück weit ersetzt. Die Zentralbanken sehen es anders und kommunizieren es auch anders. Sie sagen, Bargeld wird nicht durch dieses digitale Geld ersetzt. Wie würdest du das Ganze in einem Gespräch mit einer Zentralbank oder mit einem Zentralbanker kommunizieren? Weil hier interessiert mich natürlich deine Meinung besonders als Experte fürs digitale Geld. Ja, das ist ganz klar. Also wir leben in einem unter einem Geldsystem, das abgewirtschaftet hat und das auf Dauer nicht mehr am Leben erhalten werden kann. Also das System, unter dem wir leben, ist seit 2007, 2008, seit der Weltfinanzkrise künstlich am Leben erhalten worden, war damals eigentlich schon gestorben, ist künstlich am Leben erhalten worden und zwar durch die zwei Mittel, die den Zentralbanken zur Verfügung stehen. Das eine ist das Schaffen, die Schöpfung von neuem Geld und das andere ist die Senkung von Zinsen. Die Zinsen können aber nur bis auf Null gesenkt werden, weil im Negativbereich mit Negativzinsen kann das Bankensystem auf Dauer nicht leben. Wir haben diese Nullgrenze erreicht im März, April 2020. Seitdem kann nur noch bedingungslos Geld gedruckt werden, also geschaffen, geschöpft werden. Und das führt natürlich in eine rapide und rasant ansteigende Inflation, die wir auch zurzeit erleben. Also dieses System kann nicht mehr lange am Leben erhalten werden, ohne dass das Geld komplett entwertet wird. Und deswegen arbeitet man im Hintergrund an dem neuen Geld. Und das neue Geld, das wird digitales Zentralbankgeld sein. Da wird das Bargeld also weitgehend abgeschafft werden, weil die Leute dann, wenn man beides nebeneinander hat, sehr schnell merken werden, dass digitales Zentralbankgeld sie der Zentralbank und dem Staat unterwirft. Und die Leute werden dann ganz schnell ins Bargeld flüchten oder auch in die Kryptowährung. Deswegen werden die auch so sehr stark angegriffen im Moment. Also da wird sich genau im Hintergrund darauf vorbereitet. Und meine böse Vermutung ist, dass man im Moment wirklich soziale Unruhen hervorrufen will, dass man soziales Chaos hervorrufen will und dass man dieses neue Geld dann in Form des universellen Grundeinkommens mehr oder weniger den Leuten als Wohltat anbieten und so einführen wird. Also das ist, glaube ich, der Plan im Hintergrund. Und es werden überall neue Versuche unternommen. Es gibt den E-Naira jetzt in Nigeria. Da ist ein großer Versuch unterwegs. In China gibt es inzwischen 250 Millionen Wallets. Also 250 Millionen Chinesen sind inzwischen mit der Zentralbank direkt verbunden, können zwar nur sehr kleine, geringe Beträge im Moment da transferieren, aber die Vorbereitungen sind getroffen. 250 Millionen Chinesen, das bedeutet, wenn man das auf deutsche Verhältnisse überträgt, das wäre ungefähr das Gleiche, als wenn bei uns 20 Millionen Deutsche schon so ein Wallet hätten. Der Unterschied zwischen China und uns ist, dass in China ein sehr zentralistisches System herrscht. Die haben also viel mehr Möglichkeiten, die Bevölkerung zu drangsalieren und die Bevölkerung zu zwingen, irgendetwas zu nutzen. Deswegen führen die das einfach so ganz langsam ein. Bei uns aufgrund der demokratischen Traditionen, die ja im Moment also mehr oder weniger unter Beschuss stehen, kann man das nicht einfach nebeneinander einführen. Wenn heute das digitale Zentralbankgeld bei uns so nebenbei eingeführt würde, würden die Leute sehr schnell merken, woher der Wind weht. Die würden sehr schnell merken, was das für sie bedeutet, dass sie nämlich dann von der Zentralbank und vom Staat 100% finanziell abhängig sind. Und die Leute würden das garantiert im Westen bei uns und auch in den westlichen Ländern nicht akzeptieren. Glaubst du dann, dass es ein harter Schnitt werden könnte? Weil wir reden ja mittlerweile darüber, dass es auch auf europäischer oder auf deutscher Ebene möglich sein soll oder machbar gemacht werden soll, dass es zu einer Vermögensabgabe kommt, ja, und die EU berät ja zwischenzeitlich über Vermögensregister und sonstiges. Wie siehst du das? Oder glaubst du, das kommt ebenfalls? Ich glaube, dass die Gegenseite da keinen festen Plan hat. Ich glaube, dass die auch im Moment sehr, sehr verwirrt sind, dass da ein großes Chaos herrscht. Also für mich ist das so, dass sehr viele Sachen sind so im Einzelnen ganz schwer zu erklären. Viele Dinge widersprechen sich im Moment. Was wir im Moment sehen und was alles eigentlich erklärt, wir sehen die komplette, totale Plünderung des gegenwärtigen Systems. Das heißt nur noch, also nach mir die Sintflut, jeder versucht für sich das Höchstmögliche rauszuholen und jeder versucht, den Kopf irgendwie aus der Schlinge zu ziehen. Und da gibt es natürlich verschiedene Taktiken, die sich teilweise widersprechen. Aber es gibt nicht diesen einen Masterplan im Hintergrund.
Also es gibt ganz oft gerade in den alternativen Medien Leute, die glauben, dass irgendwo ein kleiner Zirkel von Menschen zusammensitzt, der das alles irgendwie führt und die Leute da wie Marionetten spielen lässt. Das ist einfach nicht der Fall. Es gibt auf der anderen Seite da wirklich große Zerwürfnisse. Es gibt auch große Ängste von deren Seite aus. Natürlich müssen sie sich auch fürchten vor den sozialen Aufständen, die jetzt zu erwarten sind. Wir haben ja solche Aufstände gesehen. Auf Sri Lanka haben wir gesehen. Wir sehen die Bauernproteste in Holland. Wir haben gesehen die Truckerproteste in Kanada. All das sind die ersten Aufwallungen. Aber wir werden noch viel stärkere Proteste sehen. Und natürlich ist die Elite da in großer Sorge, dass sie vielleicht also den Zugriff auf ihrem oder ihrem Zugriff auf die eigene Macht dann irgendwie verlieren könnte. Wie betrachtest du die Situation hinsichtlich des World Economic Forum? Darüber haben wir oft gesprochen. Hältst du es für realistisch, dass sie weiter im Plan legen, Klaus Schwab, Christine Lagarde, oder hat Putin nun mit seinem Krieg mit der Ukraine die Pläne durchkreuzt und sorgt für eine neue Weltordnung, die vielleicht nicht im Interesse war? Wie ordnest du das ganze Verhalten? Also das halte ich für ausgeschlossen. Also ich glaube, dass das eher im Hintergrund ein völlig abgekartetes Spiel ist. Und ob die einzelnen Leute sich dann nun wirklich also absprechen, ob das da Handygespräche zwischen Klaus Schwab und Wladimir Putin gibt oder so, das vermag ich alles nicht zu sagen. Ich sehe nur, dass das, was die russische Seite tut und das, was die westliche, die NATO-Seite tut, dass beides nur dazu beiträgt, diesen Konflikt zu eskalieren. Es gibt auf keiner Seite wirklich das Bemühen, diesen Konflikt beizulegen und wieder in friedliche Bahnen zurückzukehren. Und was die Amerikaner im Moment tun, die beflügeln also nicht nur oder heizen nicht nur den Konflikt in der Ukraine an, sondern die heizen im Moment auch noch den Konflikt um Taiwan ein. Also Nancy Pelosi reist jetzt nach Taiwan. Und das ist eine solche Ultra-Provokation gegenüber den Chinesen, dass man sich fragen muss, was soll das alles? Und die einzige Erklärung für mich ist, dass man tatsächlich da versucht, auch da ganz große Unruhe zu provozieren. Und ich fürchte auch, dass im Hintergrund vielleicht sogar der Plan besteht, einfach den dritten Weltkrieg dann zu entfachen. Der dritte Weltkrieg wird dann nicht so aussehen wie die ersten beiden Weltkriege, weil der wird teilweise mit ganz anderen Waffen geführt werden. Also natürlich auch mit herkömmlichen Waffen, möglicherweise mit Nuklearwaffen, also begrenzten Nuklearwaffen mit Mininukes. Aber der wird auch sehr stark geführt werden über das Internet. Der wird mit den ganzen neuen technologischen Möglichkeiten spielen, die es jetzt im Moment gibt. Aber ich fürchte schon, dass es sehr, sehr gut möglich ist, dass wir da noch einen großen Flächenbrand sehen. Ich glaube auch, was den Ukraine-Krieg betrifft, dass man da im Moment daran arbeitet, Kaliningrad so zum neuen Zentrum dieses Krieges zu machen. Kaliningrad ist ja eine Exklave, liegt ja außerhalb Russlands, grenzt an Litauen und an Polen. Und da muss man natürlich sagen, das ist jetzt die Chance, den Konflikt zu erhöhen, indem man Kaliningrad ganz abschneidet. Dann müssen die Russen irgendwie reagieren und dann hat man den nächsten großen Krieg her. Also ich möchte im Moment zum Beispiel nicht in Litauen leben und ich würde mich auch nicht besonders wohlfühlen in Polen. Also ich glaube, dass man da im Hintergrund wirklich sehr schwer daran arbeitet, diesen Konflikt auszuweiten. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hinsichtlich der Entwicklung, die ja momentan vom Bildschirm verschwindet, die letzten 2 Jahre dominiert hat, das Thema Lockdowns. Die Bundesregierung hat nicht abgelassen von der Politik. Man möchte auch die Notlage nicht komplett auflösen, sondern man hat die rechtliche Situation im letzten Jahr so vorbereitet, dass es im Herbst bereits wieder soweit sein könnte, dass wir weitere Lockdowns sehen. Glaubst du, das Thema C, also Corona, hat sich erledigt? Wir haben jetzt in den letzten Tagen mitbekommen, die Affenpocken wurden zur Notlage erklärt. Was passiert hier gerade? Also ist das alles, gehört das in dieses geordnete Chaos, von dem du sprichst, das nötig ist, um quasi die Menschen mit dieser Angst in gewisse Richtungen zu bewegen? Wie ordnest du das ein? Ja, ich denke, dass das genau das ist, womit gespielt wird, die Angst der Menschen. Man muss die Menschen in Angst und in Panik versetzen. Also wir wissen ja alle, dass damals hier Greta Thunberg gesagt hat, I want you to panic. Also ich möchte, dass ihr alle in Panik geratet. Und das ist die Devise, nach der im Moment gehandelt wird. Und es gibt ein ganz, ganz tolles Interview von dem ehemaligen Greenpeace-Chef Patrick Moore. Der war vor 30 Jahren, war der mal Chef von Greenpeace. Das war, glaube ich, sogar einer der Gründer. Das ist ein Kanadier, ein älterer Professor. Und er hat gerade ein Interview gegeben, warum er heute also meint, dass Greenpeace also völlig vom Weg abgekommen ist, dass es dem großen Geld unterliegt und dass es an der großen Agenda 2030 sogar mit beteiligt ist, indem es diese wahnsinnigen Ängste schürt. Also uns werden ständig Angst gemacht vor irgendwelchen Krankheiten, uns wird Angst gemacht vor dem Klimawandel, uns wird Angst gemacht vor allem, was um uns herum passiert, vor der Energiekrise und so weiter. Also die Leute werden in solche Panik versetzt, damit sie einfach nur bedingungslos gehorchen. Und leider, muss ich sagen, funktioniert das ja zum Teil gerade hier in Deutschland wirklich sehr gut.
Also ich fahre hier öfter mal in Berlin mit der S-Bahn und ich bin wirklich erschrocken, wie die Leute sich da an die Vorschriften halten. Aber das ist das, womit gespielt wird im Moment. Angst, da hast du 100% recht. Jetzt hast du das Thema nochmal in den Mund genommen, die Energiekrise. Ja, die Menschen haben Angst. Die Menschen haben nicht nur Angst davor. Wir haben es gerade in einem Video kürzlich gebracht, dass Lidl sich auch auf Notsituationen, auf Plünderungen und auf derartige Szenarien vorbereitet. Nicht nur Lidl, auch die Schweizer ganzen Lebensmittelhändler, Migros und wie sie alle heißen, haben mittlerweile Notfallpläne. In Deutschland liest man weniger darüber, aber grundsätzlich ist das ganze Thema mittlerweile im Mainstream angekommen. Es ist mittlerweile Thema am Stammtisch. Was passiert, wenn im Winter die Lichter ausgehen, wenn die Heizungen nicht mehr warm sind? Wie weit werden wir es erleben? Habeck hat es angekündigt, wir haben kein Stromproblem, wir haben nur ein Gasproblem. Und so wirklich glauben kann es ihm keiner, denn ohne Gas haben wir natürlich ein Stromproblem. Und meine Frage ist jetzt an dich, ist auch das wieder ein Bestandteil? Weil wenn man sich anschaut, dass Putin quasi liefern möchte, ne, und es immer wieder auch öffentlich kommuniziert, die Frage ist natürlich, ist das die ganze Wahrheit? Und auf der anderen Seite, unsere Regierung es förmlich ablehnt. Wie weit wird das ganze Thema kommen? Wie schätzt du diese Lage ein? Es gibt ja keinen irdischen Grund für Russland, also seine Gaslieferungen da einzustellen. Also Russland lebt ja hauptsächlich vom Gas- und vom Ölexport. Und natürlich wird die Regierung da in große Schwierigkeiten kommen, wenn da die Einnahmen ausfallen. Also sind die daran interessiert, ihr Gas weiterzuverkaufen. Also was tut unsere Regierung? Unsere Regierung provoziert da etwas. Die provozieren etwas, was ihnen offensichtlich nützen soll. Und ich weiß nicht, was der Plan dahinter ist. Es gibt mehrere Sachen. Also einmal kann das natürlich der Agenda vom Klimawandel nützen, dass man die Leute darauf einschwört, dass sie alles Mögliche einschränken müssen, dass man irgendwann dann die App einführt mit dem Klimaabdruck, mit dem Fußabdruck und so weiter. Es kann natürlich auch was viel Schlimmeres sein. Also ich meine, der Titel hat vor 3 Tagen getitelt, die Europa auf dem Weg in die Kriegswirtschaft. Und natürlich, wenn es zu einem Krieg kommen sollte, dann wird die Kriegswirtschaft ganz stark angeheizt werden. Dann fehlt für den anderen Bereich, fehlt Energie, weil man muss dann auf Teufel komm raus Waffen produzieren, man muss das ganze Geld in die Rüstung stecken und dann fehlt Geld für das Ganze, was im friedlichen Bereich gebraucht wird. Und das könnte auch sein, dass wir alle darauf eingeschworen werden sollen. Weil wir sehen ja, dass die Kriegsvorbereitungen laufen. Also die NATO hat gerade wieder neue Gelder freigegeben oder die EU hat auch Gelder freigegeben. Unsere Regierung handelt ja eigentlich nur völlig, völlig kriegstrunken. Also man muss da wirklich im Moment das Schlimmste befürchten. Hoffen wir mal, dass du hier nicht recht behältst mit dieser Vermutung. Allerdings ist das die Angst vieler. Und ich habe gerade noch einer der größten amerikanischen Investoren oder weltweit einer der reichsten Investoren, Ray Dalio, mittlerweile gegen die deutschen und europäischen Unternehmen wettet und viele Unternehmen geschortet hat. Wo und wie schätzt du die Lage ein, wird als erstes der Niedergang zu sehen sein? Lange Jahre haben viele, ich sage jetzt mal, Redakteure und auch viele Finanzexperten erwartet, dass die USA dem Untergang geweiht sind. Wenn man sich jetzt so die Entwicklung in den letzten 3-4 Monaten anschaut, sieht es derzeit ganz stark danach aus, dass Europa eher auf dem absteigenden Ast sitzt und die Amerikaner auf Kosten der Europäer letzten Endes versuchen, sich über Wasser zu halten. Schätze ich das richtig ein? Wie ordnest du diese Lage ein? Es ist eine äußerst gefährliche Entwicklung, weil die Amerikaner, man darf ja auch nicht vergessen, im Ersten und Zweiten Weltkrieg ist in Amerika keine einzige Bombe gefallen. Also die amerikanischen Banken haben von beiden Weltkriegen profitiert. Es sind auch Amerikaner gestorben, aber das waren junge Soldaten, die ins Ausland geschickt wurden. Das eigene Volk hat keinen Krieg mitbekommen. Und im Moment haben die Amerikaner noch das Sagen weltweit wegen der Übermacht des Dollars. Und die setzen ja im Moment Europa auf alle möglichen Arten und Weisen unter Druck. Also die versuchen natürlich, den Konflikt hier auszutragen. Und leider ist es so, dass wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt, irgendwie das System am Leben zu erhalten, dann haben die Mächtigen in der Vergangenheit immer zum Mittel des Krieges gegriffen. Und das droht uns jetzt auch. Also ich glaube, ich war bis vor einiger Zeit davon überzeugt, dass die kriegslüsternsten Politiker davor zurückschrecken würden, wegen der schrecklichen Waffen, die es heute gibt, wegen der unglaublichen Zerstörungskraft. Aber ich sehe im Moment, dass das nicht der Fall ist. Also ich habe da ganz große Befürchtungen. Und für Europa sieht es da tatsächlich nicht besonders gut aus. Also ich denke, wer heute in Amerika lebt, der lebt im Moment sicherer, als wenn er in Europa lebt. Weil man kann nicht ausschließen, dass dieser Konflikt wirklich weitergeht.
Das Thema Blackout, das immer wieder um uns herum kursiert, Ernst, kann das wirklich im Interesse der Eliten sein, die ja absolut auf die digitale Kontrolle setzen und die sozusagen zur digitalen Versklavung beitragen? Wir alle sollen der Nachvollziehbarkeit, der digitalen Transparenz untergeordnet werden, und ein Blackout würde ja genau das kaputt machen, oder gehört das eher in die Ecke des gezielten Chaos, von dem wir vorhin schon gesprochen hatten? Na, ich denke, so ein Blackout wird den Leuten natürlich also richtig Angst machen, weil wir alle sind einfach so an dieses ganze digitale System gewöhnt, und das wird also natürlich absolutes Chaos erzeugen, weil Blackout bedeutet ja nicht nur, dass mein Bildschirm nicht mehr funktioniert, sondern der bedeutet auch, dass der Laden nebenan keine Waren mehr hat, dass keine Rolltreppe mehr läuft, dass kein Verkehr mehr funktioniert. Also das wird das ganze Leben zum Stillstand bringen, und das wird natürlich also ganz, ganz großes Chaos hervorrufen. Und das wird die Leute natürlich also absolut in Angst und Panik versetzen. Das wird alle noch einen draufgeben. Also das ist garantiert also ein Mittel, um die Leute nochmal zu disziplinieren. Also natürlich ist es alle gut möglich, dass wir jetzt also eine weitere Verschlechterung der Wirtschaft erleben werden, dass wir erleben werden, dass es tatsächlich so weit kommt, dass es Plünderungen gibt. Und wenn dann noch ein Blackout kommt, ich meine, was gäbe es dann Besseres, als dass man das System dann wieder neu startet und den Leuten dann sagt, passt mal auf, wir helfen euch auf digitale Art und Weise über das universelle Grundeinkommen über diese schreckliche Zeit hinwegzukommen. Und ich bin sicher, dass 95% der Leute dann sagen werden, Gott sei Dank, die helfen uns mal wieder aus der Patsche. Also es ist eine wirklich sehr, sehr gefährliche Situation und auch eine sehr bedrohliche Situation. Wenn wir uns hier die Entwicklung anschauen, die immer gefühlt zumindest immer totalitärer wird, und du hast vorhin gesagt, wir sind in westlichen Gefilden immer noch in demokratischen Denkweisen unterwegs. Wenn wir dann ein bisschen weiter in Richtung Osten schauen, du bist ja in China geboren, war das System dort schon immer so totalitär, wie es aktuell ist, oder hat sich das gerade durch die Pandemie beflügeln lassen? Und meine Frage im Konkreten ist, wie die Lage aktuell in China ist, also im Inneren, das Militärische, die Stimmung im Volk. Wir haben ja im letzten Interview darüber gesprochen, dass die Lockdowns in China mit einer Zero-Covid-Politik dazu führen, dass Menschen schon aus den Hochhäusern gesprungen sind. Sprich mal ein bisschen über die Verhältnisse in China, die du zumindest in deinen Recherchen ermittelst. Das würde mich auch mal interessieren. Ja, genau, ja. Ja, also in China sieht es ganz schlimm aus im Moment. Also in China haben wir einmal diese Zero-Covid-Politik. Also die Leute sind ja in Shanghai und in Beijing da über Monate hinweg eingesperrt gewesen. Und das hat natürlich auch Folgen. Also da drehen natürlich viele Leute dann durch. Aber in China gibt es außer dieser Zero-Covid-Politik auch noch ganz andere große Schwierigkeiten. Also da ist ja im vierten Quartal letzten Jahres das zweitgrößte Immobilienunternehmen Evergrande in riesige Schwierigkeiten gekommen, als aufgeflogen ist, dass die 300 nicht Millionen, sondern Milliarden Dollar Schulden haben. Und das in China ist besonders gefährlich, weil in China kaufen die Leute Wohnungen, indem sie erstmal das ganze Geld hinlegen. Also 85% aller Wohnungen in China werden so gekauft, die Leute bezahlen und dann wird die Wohnung erst gebaut. Genau, und diese ganzen Leute, die jetzt bei Evergrande ihre Wohnung bauen lassen, die sehen im Moment, da wird gar nichts mehr gemacht, weil die ganzen Kontraktoren von Evergrande, die wissen, Evergrande ist eigentlich pleite und da passiert jetzt gar nichts. Und diese Leute gehen jetzt massenweise auf die Straße. Und da wird natürlich auch wieder Militär und Polizei eingesetzt. Wir dürfen nicht vergessen, China hat ganz andere Strukturen. Sowohl China als auch Russland als auch der Ostblock, die haben ganz andere Strukturen. Aber ganz besonders China. 1949 hat Mao Zedong da übernommen. Und der hat mit unglaublicher Brutalität dieses Land unter seine Kontrolle gebracht. Also China hat die schlimmsten Exzesse da erlebt. Da hat es von der Regierung erzeugte Hungersnöte gegeben, von denen wir heute wissen, dass sie mehr als 40, 50 Millionen Menschen das Leben gekostet haben. Da hat das Militär und das Polizei, die Polizei, die haben da unbegrenzte Rechte. Ein Parlament gibt es da nicht. Da gibt es diesen Volkskongress. Das ist einfach eine Schauveranstaltung. Da wird alles noch genauso zentralistisch regiert wie zu Zeiten Maos. Nur, dass die eben umgestellt haben, Ende der 80er Jahre, auf einen Turbokapitalismus. Also das ist die schlimmste Form von Kapitalismus, die es überhaupt geben kann. Ein Kapitalismus ohne jegliche demokratische oder parlamentarische Kontrolle. Da haben wir es also hier in unseren Breitengraden wirklich noch gut gehabt. Und das zahlt sich natürlich für die Regierung im Moment aus. Dann hat China natürlich noch ein großes Problem. Die KP China, die also wirklich unumschränkte Macht hat, ist ein absoluter Witz, dass die sich heute noch kommunistisch nennt. Die müsste eigentlich ultrakapitalistische Partei Chinas heißen. Diese Partei hat darunter gelitten, dass der digital-finanzielle Komplex in China auch immer größer geworden ist. Also Alibaba und Tencent, diese ganz großen Unternehmen. Und die haben versucht, ihre Macht zu erhalten, indem sie denen geschadet haben und die so ein bisschen ins Abseits gestellt haben. Und dann haben die angefangen, die Kommunistische Partei Chinas mit dem digital-finanziellen Komplex des Westens zusammenzuarbeiten.
Und deswegen denke ich, da gibt es wirklich eine große Zusammenarbeit im Hintergrund. Selbst wenn es da auch zu einem Krieg kommen sollte, der würde beiden Eliten auf jeden Fall nützen. Also die Kommunistische Partei Chinas steht unglaublich unter Druck. Und was tut eine Elite, eine Führung eines Landes, wenn sie nicht mehr weiter weiß? Sie greift zum Mittel des Krieges. Und das sehen wir jetzt auch um Taiwan. Einer der Kritikpunkte ist ja, den du ansprichst, Taiwan. Wie groß siehst du die Gefahr? Könnte es jetzt zu einer Invasion Chinas kommen? Ich meine, die Amerikaner provozieren, du hast es gerade erwähnt, ja, man schickt quasi Politiker nach Taiwan, um Präsenz zu zeigen, um China auch ein Stück weit zu provozieren. Es gab dann auch immer wieder Sanktionen der Chinesen, wenn irgendwelche Länder mit Taiwan gemeinsam Importe und Exporte gefördert haben in den letzten Monaten. Also man sieht, das ist einer der Schauplätze, wo man genau hinschauen muss, obwohl unsere westlichen Medien den nicht wirklich transparent behandeln, aber was steckt dahinter? Ja, das ist für mich ist das alles Teil dieser Riesenagenda, also die Vernichtung weltweit des Mittelstandes. Also was wird passieren, wenn es da zum Konflikt kommt? Es wird dazu führen, dass die ganzen Waren, die aus Taiwan kommen und aus China kommen, dass die nicht mehr nach Amerika kommen werden, weil die Schiffe werden da eine ganze Zeit lang dann auch nicht mehr fahren. Und dann wird es in China, wird es in den USA, wird es keine iPhones mehr geben, da wird es keine Mikrochips mehr geben, weil all das kommt großenteils aus Taiwan oder aus Festlandchina. Also das wird riesige Ausfälle provozieren, das wird die Wirtschaft in den USA absolut in die Knie zwingen. Und wer wird der große Gewinner, wer wird der große Verlierer sein? Der große Gewinner werden die Riesenkonzerne sein, die auf unglaublichen Geldsummen sitzen, die sich im Moment noch also nach Strich und Faden bereichern. Der große Verlierer wird weltweit der Mittelstand sein. Und das Webinar, ist das große, wir live der große darüber. Plan im Hintergrund. Die Zuschauer können man will dann die Plattformökonomie, die ja sowieso Fragen schon weit zum Thema Rezession, Blackout alles, und wie sie es schaffen wie will man können, weiter ausweiten in dieser Phase und zu schützen, um sodass der wirklich noch über mehr diese Macht zu geben, Phase hinauskommen, muss die sich den nicht die Reste des Mittelstands, können, die weltweit noch unterwegs sind, auch noch soweit es geht wir erhalten. Wir werden also sehen, dass der Mittelstand von dieser Krise profitieren lässt, es richtig tun. Deswegen unbedingt auch zu diesem Webinar anmelden, der Link ist unter dem Video. Das Schlimme ist, dass der Mittelstand sich bisher kaum dagegen wehrt. Also das ist das ganz Schlimme. Also ich hatte erwartet, dass die mittelständischen Vereinigungen da irgendwann mal aufspringen würden und mal sagen würden, wir müssen uns zusammentun, was natürlich alles möglich wäre. Aber das wird nicht geschehen. Und man darf nie vergessen, der Mittelstand, wenn wir hier in Deutschland mal uns umgucken, wer sorgt denn für die ganzen Ausbildungsplätze? Das ist der Mittelstand. Ich glaube 80, 85, 90% der Ausbildungsplätze. Der Mittelstand. Wer sorgt dafür, dass Steuern bezahlt werden? Nicht die Großunternehmen, nicht Apple, nicht Google. Die zahlen keine Steuern. Die zahlen höchstens 1, 2%. Die 20, 30, 40%, die zahlt der Mittelstand. Und wenn es diesen Mittelstand nicht mehr gibt, dann gibt es auch das System, unter dem wir leben, nicht mehr. Und dann muss man dieses neue Geldsystem einführen, um die Macht der Eliten irgendwie noch zu erhalten. Aber dieses neue System wird nicht nachhaltig sein. Das wird sich nicht auf Dauer etablieren lassen. Und darin besteht auch meine Hoffnung. Das ist ein Plan, der ist völlig surreal. Ich denke auch, vor allem wird es nie dazu kommen, dass sich die Großen und vor allem die Giganten im Hintergrund, die genau dieses System schmieden, irgendwann einig sein wollen. Es wird immer zu einem Machtkampf kommen, weil einer mächtiger als der Nächste sein will. Und darin sehe ich auch die große Chance. Über Lösungsansätze, wie man finanziell sich in diesen Krisenzeiten optimal aufstellt, werden wir in dem Webinar ausführlich sprechen, am 10. August um 19 Uhr. Dort haben wir dann weitere Tipps, auch wie Sie sich im Mindset richtig auf diese Phase vorbereiten können. Wir stecken quasi mittendrin, aber man kann jetzt noch etwas tun, nicht nur im Geiste, sondern auch finanziell, um für sich richtig vorzusorgen. Das sind alles Dinge, die werden wir dort live behandeln. Also nicht vergessen, auch zum Webinar anzumelden, bevor alle Plätze weg sind. Ich habe jetzt einige Community-Fragen mitgebracht für dich, Ernst. Ja. Da möchte ich gerne nochmal einsteigen. Und die erste Frage stammt von Atlas Empart. Die EZB hat den Leitzins jetzt doch auf 0,5% angehoben und ich frage, ob ich nicht zeitnah bzw. noch in diesem Jahr eine Kehrtwende bei dieser Null-Zinspolitik sehen werde. Wie ordnest du diese Geldpolitik aktuell ein? Also möglich ist da alles. Möglich ist alles. Also wir wissen, dass diese 0,5% Erhöhung natürlich die Bedienung von Zinsen erschwert und sehr viele Leute, die hohe Kredite haben, in Schwierigkeiten bringt. Also wir sehen ja auch, dass einige Leute im Moment, das ist zum Beispiel ein ganz interessantes Phänomen, was wir im Moment sehen, dass der Goldpreis ganz stark gesunken ist und offensichtlich sehr unter Druck steht. Also einer der Hintergründe ist ganz einfach, dass viele Leute, die hochverschuldet sind, im Moment Bargeld brauchen und dass die als erstes das Gold verkaufen, weil sie an den anderen Werten im Moment noch festhalten, weil sie glauben, dass da vielleicht noch eine Sicherheit besteht oder eine Möglichkeit besteht, noch mehr Geld zu verdienen. Aber ob diese Möglichkeit besteht, kann ich auch nicht sagen. Also es gibt die Möglichkeit, dass man die Wirtschaft weiter abwürgt, indem man die Zinsen dann nochmal erhöht.
Das wird dazu führen, dass es ganz viele Margin Calls gibt. Das heißt, ganz viele Gläubiger werden ihr Geld von den Schuldnern zurückverlangen. Die müssen es dann sofort bezahlen. Und das wird natürlich dann sofort in einem Crash enden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wie 2018, Ende des Jahres, 2019, Anfang des Jahres, dass die großen Zentralbanken dann umkehren und sagen, nein, wir machen doch nochmal weiter, um die Finanzmärkte dann nochmal kurzzeitig wieder anzuschieben und um nochmal eine kurze Atempause zu kriegen. Also ich glaube im Moment, das wichtigste Nachdenken der Zentralbanken kreist um die Frage, wann können wir überhaupt das neue digitale Zentralbankgeld einführen? Und wir müssen uns einfach nur darüber hinweg retten, über diese Zeit. Und was in der Zeit passiert, das kann ich auch nicht im Einzelnen genau voraussagen. Wir haben uns, wenn wir uns diese Anlageklassen anschauen, erstmal danke für deine Antwort, natürlich auch die Frage gestellt und auch unsere Zuschauer, die Frage kommt gleich, wie es denn mit den Anlageklassen im Allgemeinen aussieht. Ich meine, der Goldpreis, auch wenn er stark gefallen ist, ist immerhin seit Januar immer noch 7% im Plus. Macht es dann überhaupt Sinn in den aktuellen Zeiten, wenn man sich mal Aktien anschaut, die teilweise 30-40% verloren haben, aber die Kryptowährungen teilweise 70-80% oder auf Null gesunken sind. Einzelne Währungen haben sogar als Stablecoins, da gab es ja einen Riesenschlag bei einigen Coins, die sozusagen als stabil bei einer Unterwertschwelle von einem Dollar liegen sollten, die Grätsche gemacht. Und das hat natürlich viele Menschen verunsichert. Also was kann ich denn tun? Aktien, Immobilien oder auch Kryptowährungen, fragt das Lauch. Ja, ich denke, dass das im Moment also Spekulation wirklich eine ganz gefährliche Sache ist. Da muss man entweder absoluter Insider sein und irgendwelche Informationen haben, die andere Leute nicht haben. Ansonsten begibt man sich da auf ganz, ganz dünnes Eis. Also wir leben in einer Zeit unglaublicher Volatilität. Also es geht hoch, es geht runter. Also als Amateur ist man da wirklich, befindet man sich in ganz gefährlichen Wassern. Ich würde da sagen, also für Leute, die sich nicht ständig damit beschäftigen, ist es ganz wichtig, sein Vermögen im Moment abzusichern. Und da bieten sich einfach nur Sachwerte an. Sachwerte sind da immer das Beste. Und ich selber bin da auch in Sachwerte investiert. Also ich setze da immer noch auf die ganz klassischen Edelmetalle, auf Gold und Silber. Natürlich ist es gut, wenn jemand irgendwo sich im Bereich der Kunst auskennt oder in anderen Bereichen auskennt. Auch wenn jemand weiß, wie es um Immobilien steht, kann er da auch in Sachwerte investieren. Wenn einer aber keine Ahnung hat, dann kann er im Moment auch ganz böse auf die Nase fallen. Also ich würde sagen, das ist die Zeit im Moment ist die Zeit, um an Sicherheit zu denken und nicht an große Gewinne zu denken. Also die großen Gewinne, die locken zwar in bestimmten Bereichen, aber nur für die Leute, die wirklich absolute Profis in diesen Bereichen sind. Danke. Die nächste Frage stammt von Hans D. Wie soll man sich gegen diese ganzen Entwicklungen, in Klammern Credit Reset etc., wehren und schützen? Ja, wie soll man das als Einzelner machen? Also man muss sich vorbereiten. Man muss also auf jeden Fall sollte man Bargeld vorhalten zu Hause. Man muss immer dran denken, es kann jederzeit ein Bankholiday geben. Man darf nicht vergessen, es gibt das Prinzip des Bail-In. Also man sollte auf keinen Fall sehr viel Geld bei einer Bank halten. Weil bei den nächsten Bankenrettungen werden die Einleger und die Anleger mit zur Kasse gebeten. Also ich empfehle den Leuten, wenn sie schon bei den Banken sein sollten oder unbedingt dabei bleiben möchten, das auf mehrere Banken auf jeden Fall aufzuteilen, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Geld zumindest teilweise retten, größer ist. Ansonsten ganz wichtig ist, einen größeren Betrag an Bargeld vorzuhalten, falls es zu Bankholidays kommt, falls die Banken schließen und man nicht mehr an den Automaten nicht mehr als, 20 oder 40 Euro bekommt. So war es nämlich in Griechenland. Da wurden den Leuten am Schluss nur noch 20 Euro gewährt. Also das ist natürlich eine ganz gefährliche Entwicklung. Dann glaube ich, dass es wichtig ist, gerade in diesen Zeiten, sich einen vernünftigen Nahrungsmittelvorrat anzulegen. Für alle eventuell Fälle, sich auch für einen Blackout, sich zu Hause irgendwas anzuschaffen, einen Generator anzuschaffen, mit dem man unabhängig wird. Also je autarker man in diesen Zeiten ist, umso besser kann man schlafen. Selbst wenn nachher diese ganz große Katastrophe nicht eintritt, hat man ein paar ruhige Nächte gehabt. Die hat man auf jeden Fall nicht, wenn man völlig unvorbereitet in das kommende Chaos hineinschlittert. Danke. Auch zu diesem Thema haben wir einen Gast eingeladen für unser Webinar. Robert Jungnischke wird Praxistipps mitbringen und tolle Werkzeuge für diejenigen, die sich für dieses Szenario noch nicht vorbereitet haben. Besonders spannend ist, dass wir in den letzten Monaten immer wieder auch über dieses Thema gesprochen haben und Hunderttausende und Millionen der Menschen erreicht haben. Dennoch kommen die Menschen nicht ins Handeln. Und ich möchte hier auch appellieren, das, was Ernst sagt, möglichst viel bar bezahlen ist auf jeden Fall ein Mittel, wie man sich gegen dieses System stützen kann. Denn genau die Barzahlungen brauchen Masse und können nur funktionieren, wenn es in der Masse funktioniert. Denn die
Logistik frisst sonst die Kosten oder erzeugt so viel Kosten, dass Bargeld irgendwann nicht mehr wirtschaftlich für die Einzelhändler ist. Und wenn wir nicht dran festhalten, Bar zu bezahlen, verlieren wir hier schon in den nächsten Jahren unsere Anonymität und Neutralität. Nun zur letzten Frage, Ernst. Und zwar, gibt es noch einen Ausweg oder ist der Kuchen gegessen, fragt Yasa Jackson. Ja, einen Ausweg gibt es eigentlich immer im Leben. Also der Ausweg besteht darin, dass möglichst viele Leute sich gegen das wehren, was im Moment passiert. Und man muss sagen, also es gibt ja also immer die These, die meisten Menschen schlafen jetzt im Moment noch. Also es kann sein, dass sehr viele Menschen im Moment noch schlafen, aber diese sehr vielen Menschen, die werden in den nächsten Wochen und Monaten mit ihrer Nase ganz hart auf die Realität gestoßen werden. Also sehr viele Leute werden betroffen sein von der ansteigenden Inflation. Es wird viele Leute geben, deren Job in Gefahr geraten wird. Viele werden merken, dass merken ja jetzt schon, dass in der Gesellschaft einiges nicht in Ordnung ist. Und es werden auch viele Lügen der Politiker zerplatzen. Also wir haben ja in der letzten Zeit immer wieder gehört, also auch aus der Sicht der Finanzpolitiker, also wir werden die Inflation eingrenzen. Das ist nur ein vorübergehendes Phänomen. All das hat sich als Zwecklüge entpuppt. Und deswegen verlieren die Leute immer mehr das Vertrauen in die Politik. Und für mich ist dieser Herbst, also das wird der große Herbst des Vertrauensverlustes in die Politik sein. Also ganz viele Leute werden sich von der offiziellen Politik auch abwenden und nach Alternativen suchen. Und da muss man natürlich da sein und diesen Leuten erklären, was da in Wirklichkeit los ist, was da im Hintergrund passiert. Und wenn dann die Leute in großen Massen aufstehen, dann haben wir auch eine Chance, das Ganze noch abzuwenden und in eine andere Richtung zu drängen. Aber das Wichtige ist eben im Moment, das Allerwichtigste ist einfach die Aufklärung der Menge der Leute und auf jeden Fall nicht damit nachlassen. Weil ich merke leider im Moment, dass viele nachlassen, weil viele sind enttäuscht. Viele denken jetzt im Sommer, ach, die Leute sind so lethargisch geworden, viele sind so resigniert. Ich glaube da im Moment nicht so dran. Es ist natürlich klar, viele wollen den Sommer jetzt genießen, viele wollen auch nicht dauernd mit den Problemen konfrontiert werden. Aber wir werden alle mit diesen Problemen wieder konfrontiert werden, spätestens ab September. Und wenn wir dann da sind und sagen, pass mal auf, wir erzählen euch das Gleiche, was wir vorher erzählt haben, weil unsere Prognosen sind ja immer eingetroffen die letzten Jahre. Also bei mir ist es so, wenn die Leute auf meinen YouTube-Kanal gehen, neue Abonnenten, die sagen dann ganz schnell, Mensch, du hast ja vor 3-4 Jahren immer schon das Gleiche gesagt. Also ich bin nicht derjenige, der alle 3 Wochen irgendwie was Neues verkündet. Und die Leute werden natürlich, wem werden die dann Glauben schenken? Wahrscheinlich eher uns als denen, die sie ständig belogen haben. Also wie gesagt, für mich ist der Herbst, der bevorsteht, das wird der Herbst des großen Vertrauensverlustes in die Politik sein. Und weil wir hier nicht immer über alles offen sprechen können, möchte ich nochmal darauf ansprechen, dass in dem Webinar am 10. August um 19 Uhr Ernst und ich gemeinsam mit unserem Spezialgast Robert Jungnischke über Dinge sprechen werden, die wir hier so nicht im Detail ansprechen können. Liebe Zuschauer, ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie die Chance wahrnehmen, sich jetzt anzumelden. Unter dem Video finden Sie den Anmelde-Link. Jetzt können Sie kostenlos teilnehmen. Die Teilnehmerplätze sind limitiert und wir werden etwas Einzigartiges in der Form noch nie Dagewesenes präsentieren. Deswegen nutzen Sie die Chance, melden Sie sich unbedingt an. Das Wissen ist kostenlos für all diejenigen, die sagen, ich habe ja kein Geld. Aber es geht nicht nur ums Geld, es geht vor allem auch darum, vorbereitet zu sein. In diesem Fall, hier geht es zum Webinar für all diejenigen, die die Chance noch nicht genutzt haben. Ernst, vielen Dank für dieses Gespräch. Liebe Zuschauer, hier finden Sie das spannende letzte Interview, um nachzuvollziehen, ob die Aussagen, die wir aufgestellt haben und die Thesen tatsächlich in die Realität oder in der Realität eintreten. Und ich kann sagen, Ernst hat eine sehr hohe Trefferquote. Deswegen freue ich mich, Sie alle live beim Webinar zu finden. Vielen Dank, Ernst. Dankeschön.